Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Guten Abend, meine dragi Ukrainer. Das wird ein großes Festival, das wird eine große Reihe von Konzerten, was Michel Nodelmann mit seinem Team organisiert in ganz Europa. Und das startet hier in Werne. Und was ganz Besonderes ist, das startet an seinem Geburtstag. Und wir freuen uns sehr, dass ihr so zahlreich gekommen seid und wollt uns unterstützen und wunderschöne Musik unseren Kollegen anhören. Ja, viel Spaß dabei. Es wird erstmal ein klassisches Teil geben. Da biete ich auch am besten auf den Plätzen zu bleiben, also nicht raus und rein gehen. Wenn Jazz-Teil kommt, da kann man natürlich immer wieder so ein Getränk sich an unserem Bar holen. Und am Ende gibt es noch mal ein kleines Afterparty mit den Lieder von Nikita. Das ist unser Freund, der auch aus Ukraine gekommen ist, womit wir jetzt gerade ein Trio gegründet haben. Das ist ein bisschen leichtere Musik. Also Sie haben alle das Programm und ich möchte jetzt einen großen Applaus für Michel Nodelmann und Friends. Das war ein Lied von Wladimir Wysotsky, heißt Unglück. Это была композиция Владимира Высоцкого «Беда».
Am 24. Februar ist mit uns alle passiert Unglück. Мы начинаем наш концерт. Сегодня мы постараемся и плакать вместе, и смеяться, и думать о происходящем, думать о войне. Wir beginnen unser Konzert. Wir versuchen heute lachen, weinen, denken über den Krieg. Nächste Komposition heißt Плыни Кача. Следующая композиция Плыни Кача. Андреас Косинский, виола. Und wir spielen Passacaglia von Händel Halbwossen. Thank you.
Украинский лид, heißt «Ой, ходит сон». Еще одна украинская песня. Thank you.
Станислав Скорик. Jetzt machen wir ein Lied, die gehört unserer Meinung nach nicht zur russischen Propaganda. Ja, es ist schwer mit dieser Geschichte, mit russischer Kultur, mit dieser Canceling. Eigentlich wir sind nicht dagegen. Ja, wenn das Krieg wenn die Bomben fallen, wenn die Menschen sterben, was soll die russische Kultur jetzt? Eigentlich die russische Kultur soll entweder gegen diesen furchtbaren Krieg kämpfen oder schweigen. Das ist unsere Meinung. Ja, und was wird gespielt im Konzert? Ist es schon die zweite Sache? Ja? Im ersten Teil haben wir auch Dmitri Schostakowitsch gespielt. Jetzt noch ein Stück. Die russischsprachige kennen denn den Lied natürlich.
Ja, und wie gesagt, das gehört nicht zur russischen Propaganda. Auf keinen Fall. Das ist Antikriegswerk. Смерть не страшна, с ней не раз мы.
страна, дружица, ты меня ждешь, и в детской кроватке не спишь, и поэтому знаю, со мной